Rati. Rati heißt Gunst, Liebe und Zuneigung. Rati ist auch die Bindung zwischen zwei Menschen. Rati ist auch der Name der Frau von Kama Deva. Damit ist Rati auch die Liebesgöttin. Sie ist voller Gunst, sie ist voller Liebe, sie ist voller Freude, deshalb Rati. Es gibt viele Geschichten von Kama Deva und Rati. Und es gibt also eine Geschichte, irgendwo der Kama Deva, der Liebesgott, der plötzlich der indische Amor oder Cupido, der hat irgendwann gedacht, ja, oder auch Eros, wie auf Griechisch heißt, wurde irgendwo von den Devas, den Engelwesen, gebeten, einen Pfeil in Shivas Herz zu schießen, sodass Shiva in Liebe zu Parvati entflammen würde. Und das hat er dann gemacht, aber Shiva hat auf diese Weise jetzt nicht Liebe zu Parvati bekommen, sondern hat sich nur gefragt, woher kommt jetzt plötzlich ein Wunsch in meinen Geist? Ist komisch, wenn ich meditiere, bin ich wunschfrei. Dann öffnete er die Augen und er sah vor sich Kama Deva und wusste, was Kama Deva gemacht hatte. Er öffnete sein drittes Auge und mit seinem dritten Auge schoss er dann einen Feuerstrahl aus und verbrannte Kama Deva. Jetzt die Rati, die Frau von Kama Deva, war darüber natürlich überhaupt nicht erfreut. Und sie verneigte sich vor Shiva und sagte, oh Shiva, bitte vergib doch meinem Mann. Er hat das doch nicht selbst aus eigenem Entschluss gemacht, er hat das gemacht wegen den Devas. Gut, und Shiva hat er natürlich Mitgefühl selbst, er sagte, okay, ich erwecke Kama Deva wieder zum Leben. Und so kam es, dass Kama Deva wiederbelebt wurde, aber jetzt mit der besonderen Kraft von Shiva ausgestattet. Denn er hatte ja die Energie von Shivas drittem Auge bekommen. Und so wurde Kama Deva zusammen mit Rati, seiner Frau, noch aktiver und noch machtvoller und intuitiver als vorher. Okay, also Rati heißt Liebe und Zuneigung. Rati heißt Gunst und heißt auch Bindung zu einem anderen Menschen. Rati, die indische Liebesgöttin, die Frau von Kama Deva, dem indischen Liebesgott.